I'm made of. Hat mich jemand gerufen? Aha, ein scheußliches Virus erhebt sein grässliches Haupt. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mario Luigi 3 Abenteuer Bowser featuring Crash Modifiziert hinein und... Ronan! Ja, er ist auch wieder mit von der Partie und darf jetzt miterleben, wie wir dieses Mal Bowser eine aufs Maul geben müssen. Ist das Virus, das euch plagt? Ja, ein Pein für Körper und Geist und wie? Was, du Quacks, Alter! Ich will offen sein, mit Bowser redet es ist nicht zu spaßen. Es dauert lange, sich davon wieder zu wiederholen. Ich verschreibe euch ein Antibiotikum, das sollte über 10 Tage reichen. Antibiotikum? Da hilft nur eins, draufkloppen! Das gibt gleich eins aufs Maul. Ihr müsst es dreimal am Tag am besten mit den Mahlzeiten einnehmen. Ja. Draufkloppen war das richtige Sprichwort, um endlich loszuwerden. Mario, der gute Schnauzbart. Nenn doch endlich mal bei seinem Namen. Ihr zwei Clowns wollt euch also in Finsterstellen schnappen und außerdem den Pilzblas zu loben? Pah, der Finsterstern und der Bastel sollten mir gehören und sie werden mir gehören. Ja, obwohl wir ihn spielen, kommt er auch als Bossgegner vor. Kann es sein, dass nur Bowser die Finstermauern... Nein, also er allein schafft das nicht. Da brauchen wir etwas ganz Spezielles. Das wir im nachfolgenden Spielverlauf finden können. Weil das wäre dann ein bisschen... Weil das Pilzblas ist ja schon dann das Finale. Die finale Welt. Mhm. So. Ich habe Erfahrungsorden bekommen. So. 1,4 mehr Münzen. Nee, ich muss ja schon mehr Erfahrung. Was? Gibt's keine Erfahrungsmöglichkeit? Schade. Für 3 KP um 30% auf. Na gut. Dann nehmen wir uns halt mehr Münzen. Sind wir halt ein bisschen geil. So. Aber dann können wir uns bitte noch einen besseren Orden kaufen, der auch die Erfahrung erhöht. So, fangen wir gleich an mit... Oder wollen wir doch lieber gleich das Trampolin verwenden? Kannst du es noch mal gucken? Da habe ich diesmal ein bisschen verkackt. Dazwischen, aber ich glaube, das reicht trotzdem für ein Exzellent. Yep, 112! Oh, seine erste Spezialattacke. Alter. Wenn er die entflammt, dann... Alter! Wenn er die jetzt entflammt, dann muss man sie mit dem Hammer abwehren. Wenn man einmal getroffen wird, dann... Ja, leider man schon ein bisschen Schaden, man könnte sogar brennen, aber... Wenn man ihn abwehren kann, dann bekommt Bowser einen ab. Das ist das Problem, dass man fast geballert und vergleicht mal, was jetzt mehr Schaden macht. Das ist auch eigentlich ganz leicht. Ach! Okay, da habe ich jetzt einmal meinen Mario-Luigi vergessen. Verdammt. Ich sag schon ganz leicht, und was passiert? Fail! Ist auch ganz leicht. Mario. So. Luigi. Ach, verdammt nochmal. Da habe ich nichts gesagt, denn da wusste ich es nicht. Zum Teufel! Woher soll ich denn wissen, dass er... dass man da jetzt nicht springen darf? Okay, jetzt aber... Ja, jetzt, doch! Jetzt habe ich mich konzentriert nur auf die Marios. Mario ist der Rest. Und bam! 131. Ja, da war ein Toll dazwischen. Das zählt also jetzt nicht wirklich. So. Ah, die das ist auch nicht. Ja. Mario. Aber die Wunder ist, der hört sich dabei nicht. Was zum Teufel? Nur bei normalen Angriffen.
Oder der Trampolin. Ihr kleinen Affenzügen, reißt euch die Blätter ab. Ich habe noch kurz gefühlt. Ich muss mal springen. Ich will mich festhalten. Jetzt will er den Flammenarten einsetzen. Warte, ich weiß nicht, du musst Knöpfe gedrückt halten. Wenn der Knöpfe bewusst ist, fällt er runter. Habt ihr das verstanden? Jo. So. Na los. Kann es sein, dass er stärker aussieht, als wenn man ihn selbst macht? Nee, eigentlich nicht. Wenn man ihn selber spielt, dann müsste er... Kann das sein? Dementsprechend sehr stärker sein eigentlich. Wow. Alter. Ja, wenn man einmal getroffen wird, dann... Oh, Mario ist gleich tot. Nein! Mamma mia! Alter! Zum ersten Mal mit einem One-Up-Pilz. One-Up-Pilz Deluxe. Ist doch gleich wieder voll gehalten wird. So. Nein. Und mit Mario würde ich jetzt Luigi gleich noch einen Pilz geben. Ja. Ach! Boah, wie viel Schaden der macht. Komm, das war aber ein schwacher Angriff. Ja. Der kann deutlich stärker sein. Genau. Ich meine, wenn er die volle Power dann hier einsetzen könnte, dann wären wir mit dem Einschlag schon tot. Das wäre also... Das ist halt so gut, das ist nicht jetzt dem Schaden entspricht, den er normalerweise austeilen kann. So. Oh. So, diesmal. Oh. Mann, wie viel Kompass kommt da noch? So, diesmal sieht es gut aus. Schaffe ich's? Yes! Alles abgewehrt. Oh oh. Feueratem. Der ist. Was wolltest du sagen? Hallo? Der Feueratem, der sieht viel stärker aus. Naja, wir haben jetzt. Du hast ja noch. Du hast ja schon. Hab ich da schon einen Part? Ich glaub nicht. Da haben wir noch einen Vorsprung. Doch. Ach, trotzdem reicht's denn exzellent. Oh ja, jetzt gibt's mehr Münzen dann am Ende. 40% mehr Münzen. Haben wir schon mal gespeichert. Jetzt müssen wir nur den Kampf gewinnen. Aber du siehst ja, wie das jetzt funktioniert. Musst du einfach nur in der Mitte landen und dabei den Knopf drücken und so weiter landest. Den A-Knopf. Yep. Aua. Na toll, nein. Das kann Mario nichts machen. Wenn er jetzt Angriff auf ihn geht, dann... Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, man muss da springen, kann das sein? Nein, kann man nicht. Es ist nur ein Hammer. Es ist ja ein Hammer-Symbol angezeigt. Dementsprechend kann man auch nur mit dem Hammer... Okay, wenn er schnauft, ja, dann springt er. Oh Mann. Luigi wird da gleich abkratzen. Hey. Luigi! Wer kann das mit dem Hammer wieder abwehren? Nein! Ach! Oh, ja. Bitte darf jetzt bloß nicht mehr angreifen. Stimmt, ich da schon beinahe. So, bitte darf jetzt Luigi noch am Zug sein. Ja, aber wie viel hält Bowser denn aus? Sehr viel, scheint. So, super Pilz für dich. Okay, ich meine, so viel KP hat er doch eigentlich gar nicht. Nee. Da wäre er schon mit ein, zwei Schlägen kaputt gewesen.
Aber bei Endbosskämpfen ist es so, da hat er meistens dann immer mehr KP als üblicherweise. Wow. Dafür macht er aber weniger Schaden. Ja. Das ist sich ausgleicht, das ist immer Balance. Oh nein! Jetzt kann Mario nichts tun. Oh nein, es stirbt ja schon wieder! Vor allem auf Mario wird aber dann anschließend noch eingeprescht wie sonst was. Okay. Jetzt wirst du mal. Das gibt's ja wohl nicht. Bin ich jetzt nur noch im Heilen oder was? Komisch wäre es gewesen, wenn Luigi Mario jetzt fallen gelassen hätte. Mario dann verkohlt wäre. Nee. So, springen. Mann, hört doch mal auf! Ja, man kann nichts anderes als Hammer einsetzen. Jetzt aber. Der kommt doch so langsam auf einen zu. Warum schaffe ich das denn? Ach, darüber aufregen, wenn sich jetzt nicht jetzt mal attackieren. So, man muss mal zu den Luigis. Luigi? Ja. Luigi? Mario? Mario. Was? Luigi, verdammt. Luigi! So, aber jetzt bitte. Das wird nicht mehr schief gehen. Luigi. Ah. Das bedeutet eins. Tod! 1000 Erfahrungspunkte und 700 Münzen. Und Panzerstiefel. Nicht schlecht. Ja. Allerdings nicht. Das ist eine schöne Ausbeute. Die SP kann man meistens nie erhöhen. Und der Sternrang, der ist tatsächlich doch das letzte. Ah ja, stimmt. Ich dachte, da gibt es noch einen extra Rang zusätzlich. Ich dachte schon, mit den vorletzten Rang konnte man da rein. Ach. Der Rad sieht ganz gut aus, ja. Schade. Na gut. Was bei ihm erhöht werden kann, ne? Die KP sehen gut aus. Oh! Die SP haben diesmal ganz gute Zahlen. Verteidigung noch. Geschwindigkeit nicht so. Wart. Jetzt an die SP probiere ich mal. Yes! Nice! Alles nur, weil ich dabei bin. Ja, du bist mein Glücksbringer. Ich bin noch nicht wieder voll da. So schwach. Schwach? Du hast uns mehrmals gekillt. Oh, deswegen seid ihr hier. Wird das Pilzgelände gleich untergehen, wenn nichts unternommen wird. Ja. Es heißt, Sie wissen alles über das Pilzgelände gleich. Kennen Sie vielleicht einen Weg, wie man die Barrieren mit dem Palast durchbrechen kann? Ja, sag schon! Kennst du einen Weg? Oder nicht? Unmöglich! Da lacht er, als würde es einen Weg, und dann sagt er, nö! Gibt es etwas, das nicht weiß? Nein! Ja, aber Leute, nein. Oh doch, das habe ich jetzt missverstanden. Aber unter gewissen Umständen sind mein Wissen und meine Magie nutzlos. Diese Barrieren sind absolut und total undurchdringlich. Und warum? Wegen des Finstersterns. Wegen des Finstersterns. Du brauchst dich nicht wiederholen! Das glitzt aber sehr pessimistisch. Wir kommen nicht an den Pilzpalast ran. Und der Schicksal des Königreichs wird uns entfahren. Ist es zu früh, um aufzugeben? Zweifellos. Ich habe nicht die Macht, die Barriere zu brechen. Aber hat die Kristallkugel einen Vorschlag? Oh ja! Ja? Also war es ja doch eine Möglichkeit. Sternenseren! Genau, das waren die Teile, die wir benötigen, um die Barriere zu durchbrechen. Sternenseren? Sternenseren. Drei Stück gibt es insgesamt. Drei Sternenseren. Ronan, du kennst wahrscheinlich auch den Schlaf Zelda? Mhm. Jetzt haben wir deine Anspielung. Wir müssen da bestimmte Teile zusammenbekommen.
Vulva. Ja. Um dann, zum Finale zu gelangen. Sie vermögen, ihre Krankheit zu heilen. Ihr müsst also ein bisschen rasieren. Können die auch den Fensterstein zerstören? Still, die Heilung der Metabolie hat Vorrang. Mit den Sternenzieren können wir sie heilen. Und mit Hilfe der drei Sternenzieren habt ihr die Kraft, die Barrieren zu durchbrechen. Ich denke schon. Könnt ihr damit auch den Fensterstein zerstören? Ich weiß es nicht. Aber eines ist kristallklar, ihr müsst die Sternenzieren wenden. Die können mit der Bulli heilen? Na dann los! Wo sind sie? Wo sind die Sternenzieren? Es gibt drei Hüter, es gibt drei Sieren. Jeder besitzt eines davon. Verstanden! Und wo sind die Hüter? Weiß er nicht. Oh doch! Eine Vision! Einer ist in diesem Wald. Ein Wald! Der Kröpfchenwald! Da waren wir schon mit Bowser. Ey! Hat er einfach hinterher Rux zugehört? Was war alles, was ich wissen wollte? Bevor du diese drei Sterne sehen, ja? Was? Du doch nicht! Mario Luigi werden sie vor dir wenden! Hör auf zu nerven! Das macht mich wütend! Du bist nervt, dass der Chip in meinem Bauch! Wenn er wüsste, dass Chippy in Wirklichkeit Glitzerstern ist. Egal. Bis dann, ihr Loser. Mario, grüne Schwarzbart, fress meinen Staub! Und ich hole erst die Serie und dann den Palast. Wie ist denn der erste Hüte so? Ja, nun, das würde etwas dauern. Gehen wir einfach mal hin. Na gut, gehen wir jetzt erstmal in den Krüppchenwald. Wartet, eine Mission. Ja, stimmt, die Raupe. Ja. Das hässliche Mistviech. Genau. Ein Bild sieht. Ist das der erste Hüter? Ja, mit Sicherheit. Das ist einer der Hüter. Wie? Das ist das Wesen, mit dem wir ausgekämpft haben? Jetzt weiß ich es wieder. Nachdem wir es besiegt hatten, ist es weggegangen. Das ist ein Hüter? Hat sich die Kristallkugel geirrt? Nein, hat sie nicht. Aber in Real Life würden sie sich immer irren. Oder meistens. Weil das alles nur Hokuspokus ist. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt wohl. Auch wenn es eigentlich ganz cool ist zu hören. Ja, das schon. Diese Raupe gehört zu den Hütern. Wie sicher ich bin, dass sie ein Sternserum hat. Zu 100% sicher. Aber sie ist nicht im Wald! Sie ist in Bowsers Körper! Bowser hat sie in Krüppchen verschluckt und ist sie in seinem Körper! Diese Kristallkugel liegt total daneben! Kannst du dich mit der Kristallkugel aus? Nein! Ist das alles so hoch für dich? Ja! War die Raupe im Wald? Ja! Das bedeutet, die Kristallkugel hatte recht! Und jetzt, da ihr den wahren Aufnutzer des Hüters kennt, habt ihr einen Vorteil. Ja, schön, das ist Glück, dass du drin im Boss Körper ist. Wir müssen nur wieder den anderen und das Sternserum wiederholen. Stört es mich, dass ich da hineingezogen wurde? Ja! Apropos nochmal zum Thema Zelda, es gab einen Minecraft, der hat die Zitadelle der Zeit nachgebaut. Ja, stimmt. Jetzt und hat er mal die Barrieren zerstört. Und auch mit dem Plug-in, dass man, dass das Schwert in einem Amboss gesteckt hat, das sah so cool aus. Ah ja, stimmt. Ich meine, mit Minecraft kann man so ziemlich alle Franchises nachbauen, wenn man möchte. Ja, das stimmt. Aber auch nur Abbilder davon erschaffen. Ich weiß nicht, ob man die Dungeons auch auf diese Art und Weise bauen könnte. Naja, kann man überhaupt Gegner hinpflanzen? Das weiß keiner. Oder Gegner erstellen, dann würde man da praktisch nicht bloß eigene Häuser und so bauen. Man würde da praktisch auch wirklich die Dungeons mit Gegnern vollstopfen.
Aber die Sache ist ja die, wenn man den Gegner hinpflanzt, wird man dann gleich angegriffen, oder nicht? Da gibt's einen bestimmten Modus, dass man nicht angegriffen wird. Ja, und dann kann man halt dann einen Dungeon für die anderen erstellen, weil die dann angegriffen werden. Genau. Okay, das ist schon mal ganz interessant. Diese Röhre, sie sieht aus wie die in Bowser. Das ist auch wirklich unlogisch. Es gibt tatsächlich Röhren, die in Bowsers Körper rein und wieder rausführen? Wie hat man die bitte schön hingeleitet? Ja. Mit Röhren ist einfach alles möglich. Das ist normal. Vor allem Mario und Luigi sind, sag ich mal, 40% von Bowsers Größe. Und trotzdem passen sie in winzig kleine Zellen von Bowser. Ja, weil sie da auch irgendwie zusammengeschrumpft werden. Noch zusätzlich. Das ist auch unlogisch. Ja, aber so ist das normal immer in Super Mario oder generell bei Nintendo. Gehabt! Jetzt kann es weitergehen! Bowser ist unterwegs im Grübchenwald. Aber er weiß nicht, dass das jemand in seinen Körper steckt. Nicht wie rein! Ja, aber könnten wir uns ja noch mal ein bisschen umgucken. Okay, das ist der Eingang. Da ist auch wieder eine Röhre, die nach unten führt. So, ja. Da ist dann wieder der Ort, wo wir hergekommen sind. Gibt es doch wirklich einiges zu sehen. Aber das meiste können wir dann nur noch mit Bowser erkunden. Im Grüppchenwald könnten wir mit Mario und Luigi auch gehen, aber vielleicht nehmen wir doch lieber dann die Röhre. Wir können dann noch am Ende mit Mario und Luigi alles erkunden, wenn wir alle Fähigkeiten falsch haben. So. Da sind wir mal wieder. Oh! Und da ist die Raupe. Langsam, vorsichtig. Oh! Nein! Ja, das war klar. Gott, warte! Du gehst doch zu den Hütern! Ich möchte mit dir reden! Keine Lust! Warte! Mario, Luigi, hinter dir, schnell! Es ist die Raupe verloren! Wieso kann ein Glitzersternchen nicht eigentlich erwischen? Weil... Der hat keine Hände. Ach, stimmt, ja. Weil ich dachte, sie kann da fliegen. Und der kann schon fressen. Aha. Sie hat sich tatsächlich zur Energiekammer begeben. Da bleibst du, wie sie springen kann. Aber mit dem Wirbelsprung. Ups. Luigi! Sie sind gekommen! Es muss einen Weg geben, sie von hier zu umgehen. Aber damit können wir hier wohl nichts mehr tun. Warten wir, ja, bis Dr. Roskopus die in anderen Hütte gefunden hat. Was wird das Stern sein, um so zu tun, als bei uns zu kommen? Gesundheit, Bowser! Hat einer mich gerührt? Ja, stimmt, ja. Oder ist es eher bei Schluck auf, dass jemand einen über einen denkt? Ist es bei Schluck auf? Ja, nein, das ist eigentlich beim Schluck auf. Da verwechseln die das wohl. Oder beim Niesen. Kann beides, glaube ich. Genau. Pa, ich weiß ja auch mal, wie ich reinbekommen. Wo willst du denn mit dem Wald? Da war er doch schon mal. Blockiertes Laden geschlossen. Fegemasse dringend gesucht. Ah, blockiert. Ja, die kam im diesen und den nächsten Teil auch wieder vor. Bowser kann die Haare mit seinem Feueratem rasieren. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir wieder was Neues kaufen können. Brustpanzer haben wir schon. Viel Spaß trinken. Aber das ist der Tick von zwei Hähnchen pro Runde. Ja.
Das ist der stärkste Panzer, also der aktuell stärkste Panzer, der 100, die Verteidigung 130. Wahrscheinlich hattest du diese Ausrüstung nicht, ne? Doch, doch. Ach so? Ja, die hatte ich alle. Also meine Kumpels. Also die Kumpels. Die Kumpels ja. Sagen, dass der Endboss bei dir so viel Schaden zufügt? Ich weiß es nicht. Naja. Oh, ein neuer Gegner und dementsprechend auch Blockkatzen. Und man kann sogar noch den Honig von ihm kriegen. So. Da kaut er! Da müsste das, die Blockkatze schon tot sein! Oder einfach nur zerstört. Ja. Ach, da hätte ich den Panzer einsetzen sollen. Verbrennen sie. So. Ah, diese Biene heilt ihn. Das Timing ist auch ein bisschen schwer mit dem Exzellent zu erreichen. Also ich konnte das eigentlich ganz gut mit dem Exzellent. Naja. Da gibt's immer ein bestimmtes Muster, das man verfolgen muss. Das mache ich mit den Feueratem schon weniger Schaden. Okay, aber jetzt. Muss es halt noch ein klein wenig abwarten. Denn ja. Wenn er, sag ich mal, so nach hinten schwingt. Genau. Der blöfft einen mit Honig. Und kann Bowser dann nicht einfach aufessen? Ja, genau. So. Nom. So kommt er die KP wieder zurück, die er verloren hat. Doch. Uff. Ich hab vergessen, dass ich die Biene auch noch auf ihn zurückschlagen kann. Naja. Probier es einfach mal aus, nochmal mit dem Schlag. Ja. Weil eine, fast schon eineinhalb Millisekunde länger warten und schon kann es schief gehen. Im meisten Fällen. Ach ja. Sag's ja. Ja, jetzt kommt er mehr zurück. Jetzt, mal gut hier. Dann Heilerei. Ja! Jetzt greift er mal an. So, jetzt mal abgewehrt. Alter, das macht ja fast mehr Schaden als die Faust. Naja. Also das macht aber halb so viel, meinst du? Also die Faust am Anfang, meinst du, ne? Präventivschlag. Ja. Und diese Gegner können nur Mario und Luigi bekämpfen. Ansonsten trampelt einfach Bowser sie nieder. So nach dem Motto, juckt mir nicht. Ja, genau. So ist es bei Bowser. Ist das hier wirklich der Weg so? Ups! Soll ich das Home-Menü versehentlich aktiviert? So, ist das wirklich der Weg zu Blockildes? Ja, schon. Normalerweise möchte ich mich da schon ein bisschen besser umgucken, um zu schauen, dass ich auch nichts verpasse. Aber da kommt man nicht. Achso, da kommt man nicht drüber dazwischen. Ich hab verschwitzt, da brauche ich. Da muss ich erstmal von der anderen Seite herkommen und die Brücke aktivieren. So. Na gut. Part geht jetzt auch gleich schon wieder über 30 Minuten hinaus. Naja, ein bisschen Zeit können wir noch verbringen, bis das selber Blockhilde ankommen. Aber natürlich. So. Das können wir leider nicht aktivieren. Von der anderen Seite hin. Schauen wir, dass wir die Karte nicht im Überblick haben. Superkeule. Kariestrand. Wo ist denn hier Blockhilde? Was? Was ist das für ein Stampfen? Ist das Bowser? Wer ist das? Wer ist da? Noch mehr Schergen, das sind die Koopas! Wir sind's, der Koopa-Trupp! König Bowser! König Bowser! Hinter diesen Felsen! Ne, schafft er nicht. Verflixt sind die hart. Wir sind froh, dass ihr hier seid, aber es sieht so aus, als käme er nicht durch die Wand. Ach, keine Wand ist zu dick für König Bowser! Genau! König Bowser schafft das! Ja, einfach mit dem Kopf durch die Wand! Jawohl! Unser König Bowser! Ja, das ist doch klar, so ein Mitgewand! Ich wusste es! Das ist eben König Bowser! Unser König Bowser! Juhu! Wie es sich abfeiern, also wie es ihn abfeiern.
Da frage ich mich überhaupt, warum sie ihn überhaupt so abfeiern, wenn er eigentlich hier seine Schergen wie Dreck behandelt. Meistens. Müsste da keine Meinung dazu abgeben? Wie bitte? Nein, was ich sagen wollte, also was ich gesagt habe, da wundert es mich, dass seine Schergen ihn so abfeiern, obwohl er sie meistens eh wie Dreck behandelt. Ja, das stimmt schon. Aber was sollen die machen? Ja. Wenn sie ihn nicht so behandeln, dann wird er ja noch wütender. Ja, stimmt. Verflixt sich, Barbe. Da brauche ich etwas Großes. Besser als Riesiges mal sehen. Was Riesiges gegen die Wand. Na. Hier erstmal wieder Gegner aus dem Weg räumen. Etwas Riesiges wird benötigt. Na, erstmal machen wir den Gegner platt. Bam. Was noch Größeres als Bowser? Gibt's das überhaupt? Naja, schon. Was war's nochmal? Nun ja. Was? Die Kugeln? Nein, die reichen nicht aus. Was ich sagen wollte, es ist ja auch irgendwie komisch. Man weiß nie genau, wie groß genau Bowser in Wirklichkeit jetzt ist. Ja! Weil bei Mario und Sonic zum Beispiel, da ist er gerade mal 1,80, weil er ist kleiner als Eggman. Und Eggman ist 1,85 groß. Und bei Mario, man sagt mal, dass er 1,50 groß wäre, aber... Wenn man das bei Mario Sonic sieht, sieht er genau gleich groß aus und Sonic ist 1 Meter. Das ist auch irgendwie komisch. Hast du eben gesagt, die Kugel, die wird nicht ausreichen? Ja, die eine Kugel, die was, diese eine Schwingkugel hier. Warum steht die denn da? Die wird was anderes gut sein, nehme ich mal an. So, was wird denn hier wieder schön so erhöht? Die SP könnten gut sein. Angriffskraft. Defense. Speed, nö. Der hat wirklich sehr viel, sehr wenig Geschwindigkeit. Bei der KP hast du nicht geguckt. Ja. Vergleichsweise wäre die Verteidigung noch eher. Ja! Glücksbringer, Hesch. Ja. Kommt sogar bei Mario, hab ich meistens so Pech, aber jetzt, bei Bowser und Luigi, das ist Glück ein Hold. So, haben wir alle hier besiegt? Scheiße, aber wir kommen hier. Ich bin halt ein Glücksbringer. Ja, genau. Stimmt. Beinahe, doch, da gefallen sie auch. Gut. Haben wir jetzt mal die Abkürzung erschaffen? Sind wir eh wieder dort. Können es mal speichern? Ja. Unbedingt. Gut, du bist wieder Level 17? Ja. Ich meine, hier geht es ja zu Kill, aber wann? Ach so! Es ist da vollkommen falsch gewesen. Okay, gehen wir mal schnell zu Kill rein und checken aus, ob wir sie mal sehen können. Oh, bist du zu Massin gekommen? Jetzt guck sich einer mal die an. Oh Gott, sieht die hässlich aus? Ja. Spaziert. Nun, dann wollen wir anfangen. Was? Wovon redest du? Oh, bist du nicht zum Massieren gekommen? Massieren? Mach keine Witze. Ich und Massieren? Wer bist du überhaupt? Ihr wird doch meistens massiert. Ja, stimmt. Ja, und ich dachte... Entschuldigung, ich bin Blockhilde. Das ist mein bescheidenes Heim. In letzter Zeit, oh, diese Schmerzen. Mein Rückenschmerz und meine Schultern sind ganz steif. Da sollte Bowser mal raufhauen. Ja. Deshalb, wenn ich nur jemanden massieren könnte. Das könnte man auch zweideutig verstehen hier. Du scheinst ein starker Bursche zu sein. Wie ist es? Könntest du mich massieren?
Warum ich? Lass mich in Frieden! Bah! Leute gibt's! Ich könnte dich belohnen! Ja, und dann? Dann ist er natürlich interessiert. Klar doch. Belohnen? Oho, das Nagelbissen ist so eine Bisse also. Gut, ich werde dir ein Stück aus meiner Sammlung geben. So einer bin ich. Na gut, aber nur ein bisschen. Leg dich mal hin. Leg dich mal hin? Ja. Ja, ich spüre nichts. Bitte etwas mehr Enthusiasmus. Mein Rücken ist wirklich sehr verspannt. Und was jetzt? Grüß Pause. Wo liegt das Problem? Die Kumbas. Wie? Was ist das denn? Wir sind Bowser Jacken, der superstarke Gumba-Trupp. Superstark? Oh, das höre ich gerne. So, Bowser, so heißt du doch. Dieser, superstarke Trupp, könnte er mich vielleicht massieren? Ich dachte, er würde selber auf sie drauf, aber... Ja, stimmt das? Selber auf sie drauf? Ja! Nein. Aber ich meinte jetzt natürlich, aber was ich jetzt sagen möchte, stimmt ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, dass es so eine Art Minispiel, was wir bestreiten müssen. Müssen wir möglichst perfekt schaffen. Mein Trupp? Möglichst perfekt? Ja, mit, excellent. Müssen wir da, alle Gumbas entflammen und auf drauf und dann auf den Rücken draufstützen lassen. Hm, warum nicht? Was meint ihr los? Wie? Ja, Befehl ist Befehl. Gut, Block. Wie auch immer, wir sind uns einig. Mein Gumba-Trupp legt sich dann einen verspannten Rücken vor. Oh, oh ja, sehr schön. Greift nur an, solange wie ihr könnt. Seht zu, dass ihr meine Verspannung löst. Er mit voller Kraft drauf. Zeigt, was ihr könnt. Ja, los. Nun denn, los geht's. Gumba-Geschosse. Es gibt natürlich auch andere Arten von Minispielen. Also Rang B mit 150 Punkten und Rang A mit 250. Okay, probieren wir es mal. Alter. Man darf also keinen Gumba übersehen anscheinend. Eieiei. Habe ich schon einmal verkackt. So, aber jetzt. Ah! Oh Gott, das ist manchmal echt knapp! Boah, so viele muss man hinkriegen. Da ist schon deiner. Entkommen. Alter, wie viele! Verdammt. Nee, 86. Drei Versuche fehlgeschlagen. Ja, so lala, sagte der zu. Glückwunsch, ein neues Rekordchen. Versuche einen Namen zu erreichen. Ich speichere dein Ergebnis. Ich habe nur die Minispieldaten gespeichert, also speichere noch an einen Speicherblock. Und jetzt mein Pause immer aus. Lass mal's. Ich glaube, man muss jetzt keinen Namen reichen. 150. Ich hoffe, man bekommt trotzdem eine Belohnung. Und? Komm bald wieder. Ich warte auf euch. Was? Muss man wirklich jetzt extra nachreichen? Nee. Haben wir das auch mal gesehen? Das machen wir jetzt natürlich nicht. 100% spielen wir jetzt nicht. Schade. Ja, aber was soll's. Dann beenden wir dann Stelle mal den Part und den nächsten Part werden wir den Rest des Krüppchenwaldes erkunden und dann einen Weg finden, die Wächterraupe, um dann eine Lösung zu finden, damit wir die Wächterraupe erwischen können. Und wie immer geht es, wenn es dir gefallen wusste, dieses bestimmt ist ein Daumen nach oben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid, gespannt und klickt wieder rein, euer Crush-Foto geht hinein und Ronan! Also auf Wiedersehen und tschüss Leute!